Hm? Ach komm. Darfst du raus? Ja, endlich. Ha? Endlich. Boah, was hast du denn so lange gemacht, Steffi? Was hast du denn so lange gemacht? Ich hab da drin gewartet. Ganze Zeit. Warst du schon im Sprechzimmer? Ha? Ich war schon, ja. Was, warst du schon? Hey, Caro, darfst du raus? Ja, jetzt gerade haben wir gesagt. Dasselbe. Steffi, alles gesagt. Alles klar. Dasselbe. Bist du verliebt in Alex? Was für Fragen haben sie dir gestellt? Bist du verliebt in Alex? Bist du verknallt in Alex? Bist du eifersüchtig auf die Beziehung zwischen Alex und Tanja? Meinst du, Tanja steht eurer Beziehung im Weg? Auch Caro und Steffi haben heute an einem Lügendetektortest teilgenommen. Daher werden euch die Auswertung aller Ergebnisse erst im Laufe des morgigen Tages mitgeteilt. Über die Aktion darf nun gesprochen werden. Wart ihr beiden schon mal intim? Warte, noch fehlen noch zwei Fragen. Ich glaube, bist du eifersüchtig auf Tanja? Oh, Lügen, er hat da drin, oder wie? Nee. Und. Ja, was war das noch? Hallo. Erzähl mal bitte. Ich höre gerade zu. Nee, jetzt nicht. Das war's. Ja, noch zwei, aber ich weiß nicht, das waren so doof. Ja, ist doch cool, oder? Ja. Und dann noch tausend andere Fragen. Ich finde das nicht so schlimm bei dir. Was? Ich finde das nicht so schlimm für dich. Ja, finde ich schon. Ich finde die Fragen schon hart. Was wurde dir gefragt? Die erste Frage, die mir gestellt wurde, hast du dir Serafino so vorgestellt, wie er hier ist? Habe ich gesagt, nein. Ob ich momentan der Meinung bin, dass ich noch richtig verliebt bin, musste ich sagen, ich weiß es nicht. Dann war die Frage, es waren auch sehr intime Fragen, ganz toll. Ob mir der Sex immer Spaß macht, muss ich auch sagen, teils, teils. Teils, teils? Muss teils, ja teils. Sagen. Nein, ich durfte teils sagen, wenn mal ja und mal nein. Dann, ob ich der Meinung bin, er weint hier sehr viel und ob es mich stört. Dann habe ich gesagt, naja, er weint oft, ja, aber es stört mich nicht. Bitte ruhig. Dann halt die Klappe und lass mich ausreden und erzählen. Dann hältst du Serafino für männlich? Auch da habe ich gesagt, teils, teils. Was hast du? Ob ich mich für männlich halte? Ob ich dich für männlich halte? Dann habe ich gesagt, teils, teils. Tut mir leid, ich muss ehrlich antworten. Ach, hältst du mich nicht für männlich? Teils, teils. Ja und nein. Ich halte dich auch nicht unbedingt für Freund. Ja, es interessiert mich ja nicht. Wie viele Fragen waren es denn jetzt schon? Vier. Ach ja, und, nein, fünf waren es. Und, fünf waren es jetzt, und die letzte Frage. Ob meiner Meinung nach wir draußen eine Chance haben, da muss ich antworten, ich habe keine Ahnung, ich hoffe. Tja, das waren die Fragen, die wohl wichtig waren. Und bei dir, Caro? Wie waren deine Fragen? War die erste Frage, findest du Alex sexuell anziehend? War die erste. Bist du in Alex verknallt? Was hast du darauf gesagt? Auf das erste Ja und sonst auf alle Nein. Bist du... Ja, dafür ist es sehr... bist du verknallt in Alex? Mhm. Bist du eifersüchtig auf die Beziehung zwischen Alex und Tanja? Mhm. Findest du, Tanja steht eurer Beziehung im Weg? Vor allem unsere Beziehung, weißt du? Oder steht sie euch im Weg für eine Beziehung, irgendwie sowas? Warst du mit Alex intim? Und die sechste Frage weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch irgendwie. Wir sind doch im Team. Das sind die sechs Fragen, die wichtig waren. Darf ich aufs Klo gehen? Dankeschön. Oh, das ist ja immer eine Reizsache, wenn ich was frage. Ja, weil ich gerade gesagt habe, ich muss die ganze Zeit schon aufs Klo, ich gehe jetzt. Ja, so. Und dann. Ja, Jungs, so, das geht doch. Kam die Frage auch, ob du hier lügst und betrügst, um Nein. Geld zu gewinnen? Nein. Kam nicht die Frage? Nein. Er fragt in der Hand, wo richtig.
Ob du immer ehrlich bist im Haus? Nein, ob ich jemals, ob ich lüge oder ob ich, hast du jemals gelogen? Habe ich gesagt, ja. Im Haus. Jemals. Wieso? Das ist allgemein. Hm. Wie waren nochmal die 6 Fragen, die morgen kommen? Ich habe da jetzt nicht... Ja, ey, tut mir leid. Ob ich mir dich hier so vorge- ob ich mich dir so vorgestellt habe, als ich nach draußen war, ob ich gedacht habe, dass du so bist wie hier? Was hast du darauf gesagt? Nein. Nein. Ob ich verliebt in dich bin, zum momentanen Stand. Verliebt heißt nicht Liebe, ne? Verliebt zum momentanen Stand, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Gut, dass du gestern nicht zu mir gesagt hast, dass zum momentanen Stand. Achso, von heute auf morgen kann sich das ändern. Das schießt du im Kopf und lässt sie sich aussprechen. Dann sage ich dir jetzt nein. Gut. Fertig. Aus. Schluss. Okay. Ja. Geht's hier mal weiter? Geh doch rein und frag nach. Vielleicht sagen sie es dir ja. Sag's doch einfach. Wart bis morgen ab, dann weißt du es auch. Ich hab doch meine Sachen auch gesagt. Ja, hab ich dich aber unterbrochen? Hab ich gesagt, aber das stört mich oder sonst irgendwas? Ja, hab ich sonst irgendeinen verfickten Scheiß-Kommentar dazu gegeben? Nee, nein. Lass mich einfach in Ruhe und ach, mach was du willst. Jetzt hör mal bitte. Nein. Ich weiß, dass ich alle Fragen ehrlich beantwortet habe und ich weiß auch, dass hier so einige Fragen bzw. einige Antworten nicht passen. Aber ich war ehrlich. Gut, ganz einfach. Wenn so nicht passen, dann guck mir das erstmal an. Ja, tu das. Meine Fresse, echt. So, die erste Lieferung kann jetzt kommen. Aber da muss man nicht so aggressiv werden. Verfickt, was du gerade gesagt hast. Das sagt man nicht. Ich habe schon mal gesagt, dass du schöne blaue Augen hast. Ich glaube, wir geben Augen beide ein bisschen. Ist draußen noch schönes Wetter? Gebt euch mal heute noch ein bisschen Redeverbot. Gehen wir ein bisschen raus. Ja. Weil da drin war es nämlich arschkalt. Es ist so warm draußen. Ich muss sagen, ich muss so aus dem Lohn, dass ich mich nicht mehr hergekommen. Mal alles mal Hallo? Sacken lassen. Ja. Hallo. Nichts. Und irgendwann habe ich mich so auf den Boden gehockt, habe mein Hals so über meinen Rücken. So. Steffi. Ich so, ja. Big Brother hat dich nicht vergessen. Alles gut. Geht gleich los. Und da saß ich wieder. Also, sag ich, hier gibt's gleich ein Unglück. Hier gibt's wirklich gleich ein Unglück. Hat sie verliebt in mich? Kann Steffi, was hast du denn jetzt so lange da drin gemacht? Ich saß gesagt? Auf dem Boden. Krass, war? Hat sie Nein gesagt? Ja, zum momentanen Zeitpunkt nein. Obwohl sie mir gestern Abend gesagt hat, dass sie mich über alles liebt. Verstehst du? Alles nur Show. Nur Show. Wenn man gestern Abend sagt, dass diese Person einen über alles liebt, gestern Abend noch, und heute eine Frage gestellt wird, wo gesagt wird, bist du in Serafino verliebt? Und auf einmal wird gesagt, ich weiß es nicht. Krass, oder? Was für ein... Was Frauen so weit nicht... Was diese Frau... Lügt, Alter. Was war noch so? Ach, was weiß ich. Eine Frage, warte mal, ob sie... Weißt du, sie hat sich so gut gestellt, dass sie nicht als Lügnerin dasteht. Und deswegen hat sie alle Fragen ehrlich beantwortet. Blieb ja auch nichts anderes übrig. Ja, was denn? Irgendwie, warte mal, was war noch? Ob sie mich so vorgestellt hat, also im Haus, wie ich vor... Also, dann hat sie gesagt, nein. Ob sie... Krass, oder, Alter? Weißt du, die denken, ich bin der Schauspieler. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich über alles und ich freue mich draußen auf dich. Ach. Wer macht hier seine Spielchen? Ich oder sie? Was macht sie? Mit anderen Menschen Gefühle zu spielen. Seid ihr jetzt noch zusammen? Ja, sicher. Ich will morgen Tag abwarten. Caro, schnell, komm her, los, zackig. Zuck, 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 zuck.